Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück hier bei Dragon Age Origins. Wir waren hier stehen geblieben und ich habe die Befürchtung, dass dieser Kampf hier gegen unsere gute Frau noch deutlich schwerer werden könnte als der Kampf gegen den Haufen von Skeletten. Ja. So. Einfrieren. 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 Scheibenkleister. Alles schön und gut, aber... So geht das auf jeden Fall schon mal nicht. Ich weiß ja nicht, dass unsere gute weibliche Gegnerin dafür extreme Zauber drauf hat, aber die machen uns gewaltige Probleme. Und da wollen wir auch nicht lügen, das sieht so gar nicht gut aus. Was ist denn, wenn wir mal sagen, ich verstehe euch nicht? Wer hätte das gedacht? Sie greift uns an. Okay. Nö, da setzen wir schon richtig drauf hier. Stopp! Ich glaube, die macht gerade irgendwas Böses. Oh Mann. So, und ja, Morrigan braucht auf jeden Fall schon mal einen Lyrium-Trank. Okay, unser Held ist tot. Das ist schon mal super. Nein. Morrigan? Nein, ich brauche Morrigan. Das ist so unfair. Los. Das ist doch so unfassbar unfair. Okay, wir haben es fast hinbekommen, Leute. Vielleicht sollten wir auch mal ein wenig an den Taktiken feilen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, mal ein wenig zum Beispiel hier bei Liniana einfach mal in die Taktik reinzuschauen. Kritischer Schuss. Warum werden die eigentlich so... seltsam dargestellt? Das verstehe ich noch nicht. Bogenschütze. Machen wir das doch mal. Morrigan. Vernichte. Richard. Schläger. Alistair. Verteidiger. Warum nicht? Wir probieren es einfach mal. Es ist nur mal mein Versuch, das alles hier... irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Ich weiß, wir haben hier unten negative Effekte ohne Ende. Aber irgendwie muss man ja versuchen, es hinzubekommen. Und eine viel größere Alternative haben wir nun mal einfach nicht.
Ich möchte gerne ohne meine... Genauso. So, jetzt wird Morgan wieder Lyrium. Unser Hauptheld braucht einen wundervollen Wundumschlag. Alistair ist tot, ohne dass ich es wirklich mitbekommen habe. Dem Schatten geht es nicht gut. Liliana ist alles recht in Ordnung. Ich würde sagen, unser Hauptheld nochmal einen Trank. Morrigan nochmal Lyrium. Dann haben wir den Gegner schon mal besiegt. So, den müssen wir einfrieren. Hat nicht funktioniert, dann einfrieren, aber richtig diesmal, bitte. Ich glaube, Liliana wird sterben. Das war's, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, Leute, wir haben es geschafft. Oh mein Gott, was ist das denn? Erschöpfung okay, aber die Werte. 38 Stärke, das dauert noch ein bisschen. Uterna. Finde den Schatz des Magiers. Du hast eine von 4 zueinander passenden Gegenständen gefunden, die ein Magier aus Tevinter versteckt hat. Die anderen sind gemeinsam mit einigen Generälen Tevinters im Wald begraben. Haben wir schon gesehen. Wie toll der im Wald begraben ist, vor allem wie stark der ist. So, ich frage mich jetzt trotzdem gerade, wie es weitergehen soll. Bup, bup. Sag nicht, hier musste man gar nicht hin. Würde mich natürlich jetzt wieder ein bisschen auffressen, wenn wir gar nicht hin mussten. Alistair. Morrigan hat bald einen Aufstieg. Okay, der Kampf hat das Faustdick hinter den Ohren. Ich meine, mit den Taktiken hat es besser funktioniert. Perfekt war es natürlich immer noch nicht, aber ich denke mal, so können wir es halbwegs weiter versuchen. Runen sind sehr gut, weil wir die in Gegenstände einarbeiten können. So ein komischer Wirbel hier. Womöglich war das einfach die falsche Ecke. Wir müssen doch in die Richtung hier. Was ich mir aber aufgrund des Altars schwer vorstellen kann. Leblose Past. Tade. So. Ja, jetzt läuft es doch deutlich besser. Ah, was mache ich denn, Idiot? Wir geben ihm mal einen Lyrium-Trank. Zu viele.
Zu viele heißt die Antwort. So, Alistair ist gefallen. Das ist natürlich gar nicht gut. Nein, wir machen ein Quick Load. Das hat keinen Sinn. Nee, ich möchte das auf keinen Fall riskieren, hier auf irgendeine Art und Weise jetzt unnötig viele Gegner oder viele eigene Charaktere. Zu opfern. Das ist der richtige Weg. Morrigan, mach mal bitte die Frostwaffen. Da ist doch einen geringen, aber immerhin einen ordentlichen Bonus. Leblose Bastarde. Verteilt. Einmal bitte hier einfrieren in diese Richtung. So, jetzt kommt wieder der Problemkampf. Was jetzt schlichtweg zu viele werden. Sogar von da kommt eins, das ist echt nicht wahr. Boah, Leute, wie soll ich das denn schaffen? Oh Mann. Das Skelett stirbt gerade. Oh Morrigan, was machen wir nun mit dir? Du, die immer die Gruppe retten muss. Es sind aber zu viele, auch wenn die teilweise angeschlagen sind, glaube ich nicht, dass es einen wirklichen Sinn macht. Weil sie zusammen ja dann doch einen enormen Schaden anrichten. Patsch, fällt da um. Nein, 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 speziell für gar nichts. Guckt euch an, Leute. Ein bisschen übertrieben, aber auch nur minimal. Eine Idee hätte ich noch, wie wir das Ganze lösen können, das Problem, aber es ist wirklich ein bisschen übertrieben, oder? Ich weiß ja nicht, ich finde es ein bisschen arg übertrieben. So, wenn wir uns jetzt zurückziehen, was passiert dann? Den Kampf nicht hier austragen, wo dann die neuen Gegner kommen, sonst erstmal ein wenig zurückziehen. Ich bin so weit. Und eine etwas taktischere Position einnehmen. Bereit. Yeah.
Okay, Morrigan hat schon kein Mana mehr. Nein, Kleister, da kommt die Horde. Da ist jetzt Brute gelaufen, weil er mich umgeboxt hat. Ich friere einfach nochmal drüber hier. Morrigan bot Lyrium. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube, wir haben gewonnen. Meine Güte, Morrigan, herzlichen Glückwunsch. Du hast diesen Aufstieg mehr als du verdient. Wir schauen mal kurz, welche Fähigkeit wir ihr denn gerne geben würden. Magie. Wir gehen mal komplett auf Magie. Was sicherlich nicht ausreichen wird. Tut es. Den Zauber will ich natürlich benutzen, liebe Morrigan. Weg damit. Schneesturm. Hört sich interessant an, wie effektiv das Ganze ist, werden wir herausfinden. Die Uhrzeit sagt zwar, dass ich langsam schneiden wollte, weil das Video gar keine Überlänge bekommen sollte. Aber ich werde jetzt keinen Schnitt setzen, sondern weiter hier die unteren Ruinen erkunden. Zerstörter Stein und Altar, okay. An die Oberfläche des Altars scheint es eine Vertiefung zu geben, in der man etwas platzieren könnte. Etwas. Ah ja. Ist auch gar nichts, außer ein Knochenberg. Mit Feuerpfeilen. Brauchen wir auch nicht. Aber ihr merkt das schon, das Spiel wird immer taktischer. Ich spiele es auf normal und habe arg große Probleme. Das mit Dragon Age Inquisition kann ja vielleicht lustig werden. Naja, ich bin gespannt. Vielleicht habe ich mir doch ein bisschen viel vorgenommen mit Inquisition, aber ich bin mir sicher. Vorsicht vor den Dämonen! Ah ja, Alter vor Schönheit. War eine sehr knappe Kiste gerade. Ich bin sicher, dass du dort drin schießen kannst. Könnte bitte jemand diese Blutung stoppen? Lernst noch nicht. Oh Mann. Nein, Liliana, ich bin so dumm. Ich hab nicht aufgepasst. Schön viel Blut. Ihr seid alle ziemlich im Popo, wenn ich das mal sagen darf, meine lieben Freunde.
Ihr seid alle ziemlich im Popo. So, Liliana. Wieder auferstanden von den Toten. Delish Langbogen. Mhm. Reichweite 40. Der Rüstungsdurchdringung 6,4. Weniger kritische Trefferchance. Macht sogar mehr Schaden. Warum nicht mitnehmen? So, dann rüsten wir mal den Daily Schlangenbogen aus. Interesse halber. Ein paar Elfenpfeile können wir auch mal ausprobieren. Was ist eigentlich mit dem Helm? 17516. 2. Und Liliana kann ihn nicht benutzen. Okay. Zerbrochene Kiste, Elfenwurzel. Wie viel können wir mittlerweile herstellen? 22. Ist ja auch gar nicht viel. Hier scheinbar eine sehr große Halle. Hier haben wir scheinbar eine sehr große Halle. Ist das hier eine Sackgasse? Nein. Große Halle. Natürlich. Wir ziehen uns wieder zurück. Ich finde die Idee an sich ganz gut mit dem Zurückziehen. Zurückziehen, nicht mit Morrigan irgendwas machen. Man kann sogar alle befehligen. Das finde ich sehr cool. Alistair hört nicht auf die Gruppenbefehle. Das ist auch cool. So. Mach mal. Ich bin gespannt. Das war heftig, aber hat uns das auch Schaden gemacht? Das war natürlich nicht ganz so cool. Direkt vor uns. Aber wow, die Gegner waren allesamt eingefroren. Wir haben auch Schaden kassiert, aber nicht so viel, glaube ich. Es war an sich schon eine ziemlich starke Attacke. Morrigan, du bist zu gebrauchen. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt mal einen Schnitt, denn haben wir eine große Halle. Ich bin mir nicht sicher, ob das der weiterführende Weg ist. Ich denke ja, dass es hier unten dann weitergeht. Hoffentlich in den Bau der Wölfe, denn dann haben wir sozusagen diese Ruine endlich abgeschlossen, muss man sagen. Aber ich freue mich schon drauf und hoffentlich geht es bald dann wieder in die frische Luft. Denn sowohl beim Zirkel als auch bei den Zwergen geht es natürlich wieder unter Tage, beziehungsweise in den Turm der Magier. Aber was will man machen? Ich freue mich trotzdem drauf. Dragon Age Origins, morgen geht's weiter. Bis dann, Leute.